Ja, schönen guten Morgen, herzlich willkommen am zweiten Tag der 13. FrostCon 2018 im Netzwerk-Track. Nachdem wir gestern die Grundlagen von oben nach unten und von links nach rechts uns angeguckt haben und immer softwaretechnischer wurden, machen wir heute fortgeschrittene Magie auf Layer 2 und 3. Neben mir stehen, rotier dich. So heißen wir nicht. Nicht, aber ihr könnt mal Spinlock tanzen. Was? Egal. Zu eurer Linken, Falk Stern, er ist Full-Stack-Infrastruktur-Ingenieur, IPv6-Fanboy, wie wir gestern auch gesehen haben. Hat ein Kubernetes-Cluster, glaube ich, immer noch im Keller. Glaubst du? Hast du Monitoring? Ja. Ah. Ist Consultant bei der Profi Engineering Systems AG, ist mietbar, stundenweise, tageweise, wochenweise. Zu seiner Linken, also rechts von euch, Maximilian Wilhelm, Networker, Open-Source-Hacker, Senior Infrastructure Architect bei der Uni Paderborn. Nachts ist er auch irgendwie aktiv, unter anderem für Freifunk Hochstift, so ein kommunistisches Frickelnetz. Und dazwischen auch noch Freelancer, Solution Architect, und auch ihn kann man stunden- und tage- und wochenweise mieten. Und bitteschön, viel Spaß. Ja, moin. Ja. Guten Morgen. Wir erzählen uns heute noch ein bisschen was man so mit Layer 2 noch so alles anstellen kann, was da alles noch so gibt, was mit Layer 3 noch so geht. Den kennt er. Falk fängt an. Ich fange an. Gib mir mal den Klicker. Bitteschön. Danke. Wir fangen mal an mit dem, was wir unter Layer 2 eigentlich immer vermeiden wollen, Link Aggregation. Was passiert denn, wenn ich ein Interface habe und das ist voll? Kann ich üblicherweise noch ein zweites daneben stecken und das Ganze in ein sogenanntes Bundle tun. Das heißt, ich habe plötzlich ein Load Balancing von einem Link auf den anderen. Das ist dann je nach Switch Flow-basiert, Packet-based, irgendwas. Und ich habe damit plötzlich Redundanzen in meinem Netzwerk. Damit mir der Spannebaum dann nicht reinquatscht, wird da üblicherweise ein Port draus für Spanning Tree, obwohl es zwei Interfaces sind. Und da gibt's ganz, ganz viele Namen für. Normalerweise Link Aggregation, dann unter Linux heißt das Ganze Bonding. Bei Juniper nennt es sich Aggregated Ethernet, Cisco nennt es Port Channel, HP nennt es einen Trunk, und auf Servern heißt das Ganze meistens Nick Teaming oder Failover. Es gibt die einfache Variante unter Linux, einfach mehrere Links stecken und hoffen, dass die Gegenseite das auch tut. Das, also statische Ether-Channel, das will man eigentlich nicht, das führt eigentlich immer nur zu Problemen. Weil wenn da noch irgendwie Geräte zwischen sind, die der anderen Seite den Link oben halten, kriegt die andere Seite nicht mit, dass da irgendwas aus dem Bundle gefallen ist. Profis nennen das auch YOLO-Channeling. Das gute alte geht nicht. Dann hat sich irgendjemand mal gedacht, so hey, wäre doch mal cool, wenn die Geräte sich miteinander unterhalten würden, und hat LACP erfunden. Nennt sich Link Aggregation Control Protocol und signalisiert mit der Gegenseite, welche Speeds verwendet werden, wie viele Links im Channel sind. Und es gibt halt regelmäßige Keep-Alives, entweder alle Sekunde, wenn es auf Fast gestellt ist, oder alle 30 Sekunden. Eigentlich möchte man das in schnell haben, damit man mitkriegt, wenn so ein Link ausfällt, damit da nicht noch Pakete drüber geforwardet werden. Es gibt da zwei Modi, einmal Active und Passive. Active heißt, ich schreibe meinen Gegenüber an, hey, mach mal Link-Channeling an. Passive, derjenige wartet darauf, dass da vielleicht mal was kommen könnte. Passive kann man ganz gut verwenden, wenn man Sachen vorbereiten will und die Gegenseite noch kein LACP spricht. Aber ansonsten sollte man eigentlich überall auf Active gehen. Dann gibt's noch was, was sich Hersteller als Redundanzprotokoll ausgedacht haben, weil zwei Links helfen mir ja nicht viel, wenn sie auf einem Gerät enden. Ich will das ja üblicherweise am liebsten auf zwei Geräten enden lassen. Also gibt's den sogenannten Multi-Chassis-Link-Aggregation oder Virtual-Port-Channel oder MLAG oder wie das hier gerade heißt. Das heißt, ich brauche auf einer Seite mindestens zwei Geräte, die sich miteinander abstimmen müssen. Guten Morgen, die Herren. Nein. Da ist eine Frage. Warum man das mit zwei Geräten will? Aus Redundanzgründen.
Wenn du zum Beispiel hier unten einen Server hast, bei B, bei dem zweiten hier, zweiten von links, hast du bei B einen Server zum Beispiel. Den möchtest du redundant, also immer verfügbar haben. Das heißt, du möchtest auch deinen Switch oben mal booten können, weil du mal vielleicht neue Software installieren willst oder ähnliches. Kaputt gehen würde der ja nie. Nein, natürlich nicht. Und dann willst du oben eigentlich zwei Geräte haben, damit du zwei redundante Links mit zwei redundanten Faden hast. Deswegen willst du das mit zwei Geräten machen. Kannst das Ganze auch mit vier Geräten machen, wie ganz rechts. Das Ganze kann man beliebig komplex stricken. Üblicherweise habe ich in so einem MC-Lag-Pärchen immer zwei auf jeder Seite. Habe damit den Vorteil, dass ich trotz Layer 2 alle vier Links anhabe. Und weil Spanning Tree das Ganze als einen Port sieht. Wobei das natürlich nur mit Netzwerkkomponenten geht. Und wenn unten ein Serverchen ist, dann kann es nur das zweite Bild von links an. Genau. Also auf Linux-Maschinen kriege ich noch keinen Multi-Chassis-Link-Aggregation hin. Das wäre scary. Allerdings. So, wie verteile ich das ganze Zeug jetzt? Klassisch kann ich das ganze Packet-Based machen, einen links, einen rechts, einen fallen lassen. Ich kann aber auch gucken, dass ich mir Header-Felder angucke. Es gibt so drei Modi. Ich gucke mir die Layer-2-Header an, bilde einen XOR-Hash aus Source- und Destination-Adresse und verteile anhand dieses Hashing-Algorithmus. Das wird interessant, wenn ich immer gleiche Source- und Destination-Adressen habe, weil die immer über denselben Link gehen. Das kann blöd sein. Also sprich, wenn der Serverchen nur mit seinem Router redet und dann irgendwie ganz viele IPs dahinter, ist das eher witzlos, weil Server-Mac, Router-Mac ist immer dieselbe. Ein Link wird benutzt, einer nicht. Genau. Dann kann ich Layer 2 und Layer 3 machen, also Source- und Destination-Mac und Source- und Destination-IP. Das ist dann interessant, wenn ich über Router rede, also von mehreren Endgeräten über einen Router rede. Oder ich kann Layer 3 und Layer 4 Informationen mir da rauspoolen und nach Source- und Destination-Adresse und Source- und Destination-Port hashen. Das ist dann interessant, wenn ich zum Beispiel so einen Load-Balancer mit einem Multilink anschließe. Weil dann habe ich plötzlich alle Links und nicht immer nur einen, weil es ja zu der einen MAC-Adresse geht. Wie im ersten Fall. Letzteres wäre eigentlich der Modus, den ich immer konfiguriere. Verlieren tut man damit eigentlich nicht. Genau. So, nächste Geschichte. WLANs. Wenn ich so einen Switch habe, habe ich ja meistens das Problem, dass ich Geräte voneinander trennen möchte. So, kannst du mal hier Switch hochhalten? Kleine graue Kiste. Was ist ein Switch? Das ist eine Multiport-Bridge. Diese kann ich ganz bequem in Stücke schneiden, wenn ich will, in sogenannte WLANs. Das heißt, ich habe auf meinem Switch plötzlich nicht mehr nur eine Broadcast-Domäne, sondern ganz, ganz viele. Bis zu 4000 üblicherweise. Das liegt daran, dass ich in so einem Ethernet-Frame so 24 Bits habe. 12 Bits davon sind Ethertype-Header in dem Feld. Die anderen 12 Bits sind eine WLAN-ID. Damit habe ich 4096 verschiedene WLANs, in die ich so einen Switch schneiden kann. Da fallen immer so ein paar hundert von weg, weil die irgendwo intern benutzt werden. Das Ganze wurde irgendwann mal standardisiert als 8021Q, damit auch unterschiedliche Hersteller mal miteinander reden können. Angefangen hat Cisco damals mit dem ISL, dem Inter-Switch-Link-Protokoll. Das ist ein bisschen ähnlich wie das, was Brocade macht, wenn ich mehrere SAN-Fabrics zusammenschalte. Dann hat Dreicom noch das VTL hieß es damals, WLAN-Trunking-Link oder sowas gebaut, was alles nicht zueinander kompatibel war. Und dann hat man sich entschlossen, okay, wir standardisieren den ganzen Mist jetzt mal. Was passiert ist, man hat einfach so ein 24-Bit-Feld nach Source- und Destination-MAC-Adresse eingefügt. Das heißt, auch Switche, die keine VLANs verstehen, können sie trotzdem weiterleiten. Die können dann zwar mit den ganzen Informationen dahinter nichts anfangen, aber solange sie Source- und Destination-MAC können, können sie es vorboarden. Und natürlich können wir auch VLANs in VLANs tun. Das Ganze nennt sich Q&Q-Tunneling. Das heißt, wenn ich als Service-Provider meinem Kunden mehrere VLANs anbieten möchte, kann ich seine VLANs nehmen und in eins von meinen VLANs einpacken. Das war wieder das Problem, um diese 4096 VLANs rumzukommen.
Was passiert ist, ich schreibe einfach einen zweiten WLAN-Header in das Paket mit rein. Das heißt, wir haben 12 plus 12 gleich 24 Bit. Die Zahl haben wir gestern schon mal gehört. Das ist die gleiche Größe der möglichen VXLANs. Frage? Praktischer Anwendungsfall. Ich muss demnächst über ein QNQ geschachteltes VLAN nochmal. Geht QNQ in Q? Wird das weitergetragen oder interessiert es den Switch zwischendrin? Da kommt es jetzt drauf an. Also QNQ fällt dir schon um, wenn du zum Beispiel Cisco 4500er mit LAN-Base hast. Also grundsätzlich kann die Hardware das, aber die Software spielt da nicht mit und schmeißt den zweiten Header, glaube ich, weg. Ja. Weil du Geld bezahlen sollst, um das Feature zu aktivieren. Da hatte ich schon mal Spaß mit. Und QNQ hat auch einen anderen Ether-Type. Das heißt, es kann gut sein, dass der Switch sagt, das ist kein Ethernet, das kenne ich nicht. Eigentlich sollte das gehen, ja, aber. Denk mal über VXLAN nach. Im Zweifel Unicast-Verbindung, je nachdem, was du vorhast. Genau. Da gab es gestern Abend einen Vortrag dazu. Ja, okay, das Problem war, zwei Switche benutzen, die kein VXLAN können. So, Layer 2 Bridges. Only Jeff Bridges. But router's gonna route. Genau. So, speaking of Switches, gutes Stichwort. Sowas kann ich mir auch in mein Linux reinstecken, und zwar beliebig viele davon. Das heißt, ich habe eine Multiport Bridge, hence the name, in die ich entweder physikalische Links reinstecken kann oder WLANs reinstecken kann oder ganz andere Dinge reinstecken kann. Das heißt, früher gab es mal BRCTL, das ist tot. Das haben wir gestern beerdigt. Heute lege ich eine Bridge an mit IP-Link-Add. Wie soll das Teil heißen? Type Bridge. Da kann ich noch eine ganze Menge mehr definieren. Früher gab es mal so SysCTLs, wo ich global sagen konnte, dass Netfilter auf Bridges Dinge tun soll oder eben nicht. Das kann ich jetzt pro Bridge angeben. Gestern gab es ja auch einen Netfilter-Vortrag. Ich kann sagen, ob das Ding wissen soll, was WLANs sind, dazu später noch mehr. Und kann das Spanning Tree-Verhalten noch einstellen von dem Ding. Wenn ich mir die angelegt habe, fahre ich so hoch und ein Interface da rein kriege ich, indem ich das Master-Interface von irgendwas anderem auf die Bridge setze. Damit hängt das physikalische Interface oder das WLAN-Interface oder was auch immer dann in dieser Bridge. Das ist relativ schick. Das heißt, wenn ich da zum Beispiel WLANs reinstecken möchte, man denke irgendwie an einen Virtualisierungshost zum Beispiel, KVM, Xen, was auch immer, möchte da irgendwie einen Trunk, also in Cisco-Sprech, sprich eine Leitung mit ganz vielen Tagged WLANs, die da ankommen, in diese Bridge stecken, möchte die auseinanderfummeln und in meine VMs stecken. Dann ist das mit klassischen Bridges ein bisschen doof. Habe ich ungefähr zwei Optionen, die sind aber beide doof. Entweder ich stecke das externe Interface direkt in die Bridge, das heißt, ich habe alle WLANs in meiner Bridge, muss dann kann meine virtuellen Maschinen da reinstecken, die kriegen auch alle WLANs, vielleicht möchte ich nicht alle meine Kundennetze an alle Kunden-VMs rausgeben. Das mögen die vielleicht nicht. Also manche finden das bestimmt cool, die anderen eher nicht. Ich habe die Option, wenn ich zum Beispiel so ein Bond, das wäre so ein Channel-Interface unter Linux, also mehrere Kabel zusammen, da kann ich mir jetzt ein WLAN rausschneiden, sprich das wäre ein Linux-Interface, also WLAN 2342 wird rausgeschnitten, also untagged, ziehen den Aufkleber ab. Das kann ich in eine Bridge stecken und baue mir dann eine Bridge pro WLAN. Wir haben vorhin gehört, wir haben 4000 mögliche WLANs. Wenn ich da viele von nutze, brauche ich genauso viele Bridges. Das wird total unübersichtlich. Da hat keiner Bock zu. Da habe ich Woodstock an Interfaces auf meinem Rechner. Das ist beides doof. Aber es wird noch schöner. Was kann ich noch machen? Ich könnte zum Beispiel so ein VXLAN-Interface, was wir gestern hatten, ist ja auch nur ein Layer-2-Interface, kann ich auch in eine Bridge stecken. Habe ich hier gestern gemacht, zwischen den zwei Routern, als ich einmal durch den Core durch mich mit der kleinen Groundbox verschaltet habe. Das stört mich auch nicht. Da kann ich zum Beispiel, wenn ich eine IP-Fabric habe, dann meine Bridges zusammenpopeln. Aber jetzt haben wir noch dieses WLAN-Problem. Dafür haben die Jungs und Mädels von Cumulus sich was überlegt. Die haben nämlich WLAN-Aware Bridges gebaut. Die haben quasi das Verhalten, was die Box hier schon immer kann, in Linux abgebildet. Das heißt, mein Switch in diesem Rechner weiß auf einmal, was ein WLAN ist. Und ich kann bei jedem Port, den die Bridge hat, sagen, das WLAN bitte untaggt, klassischer Access-Port, oder diese WLANs bitte mit Tag rausreichen oder in Kombination.
Das heißt, ich habe eine Bridge, habe mein Kabel von außen, wo alle WLANs ankommen, stecke meine VMs da rein und poole mir zusammen, welche VM welches WLAN kriegen soll oder welche. Das ist total großes Tennis. Ich habe also einen ganz normalen Switch auf meinem Linux-Host. Voll geil. Das funktioniert für KVM total gut. Ich habe mir mal überlegt, da noch ein kleines Skript zu bauen, was ich in KVM respektive libvirt reingehängt habe. Das wird beim Starten einer VM aufgerufen. Das ist ein kleines Shell-Skript, irgendwie so lang. Guckt, wie das Interface heißt. Wenn das Unterstrich V vierstellige Nummer heißt, wird dieser Port genommen. Wenn es eine WLAN-fähige Bridge ist, stelle ich das WLAN aus diesem Namen einfach als untagged ein, bin fertig. Das ist zum Beispiel eine relativ charmante Lösung mit wenig Konfigurationsaufwand. Wenig Zauberei, viel Gewinn. Wie konfiguriere ich das dann? Es gibt ein neues Tool am Stern, am Sternenhimmel, das nennt sich Bridge. Damit kann ich die WLANs setzen. Das heißt, ich habe eine Bridge, habe meine Interfaces, die da drin stecken und kann pro Port entweder WLANs dazu konfigurieren, was erlaubt sein soll, welche wegschmeißen oder sagen, was denn die PWID sein soll, sprich die Port-WLAN-ID, also das ist der Untagged, das Untagged-WLAN. Das Ding kann mir auch die Forwarding-Database anzeigen, das heißt, welche MAC-Adresse siehst du wo, also quasi das, was ich bei Cisco mit Show MAC-Address-Table machen würde. Muss er ja auch wissen, funktioniert ja genauso. Geht übrigens auch für VXLAN. Genau. Kann ich mir dann anzeigen lassen, welche MAC-Adresse hinter welchem Next-Hop steckt, gerade wenn ich Multicast-Based mache. Genau, an der Stelle wird VXLAN auch wie eine Bridge betrachtet, was es in erster Näherung ja auch ist. Wie kann ich das noch schöner konfigurieren? Auch die Jungs und Mädels von Cumulus haben IfUpDown 2 gebaut, was ein Rewrite von IfUpDown von Debian ist. Nur diesmal nicht in C mit Yak und Bison und sonstigen Grammatiken, sondern in Python, was auch sehr schön erweiterbar ist. Da lege ich mir so eine Bridge an, stecke da mein Channel nach außen ein, sage, das Ding soll WLANs können, sage, diese WLANs möchte ich auf der Bridge vielleicht später noch direkt nutzen, sage, welche WLANs ich auf dem Interface extern tagged empfange, schiebe das zum Beispiel in eine virtuelle Maschine, was jetzt ein virtueller Core-Router ist, da schiebe ich dieses Subset an WLANs rein. Und wenn ich jetzt ein IP-Interface selber brauche, nehme ich mir die Bridge, ziehe mir daraus ein WLAN-Interface raus. Das war eins, was ich da oben angeben musste. Konfiguriere da eine IP drauf und habe ein ganz normales Interface. Das ist quasi, also das da unten wäre vergleichbar, dieses BR0-1013 wäre vergleichbar mit einem Interface WLAN 1013 auf einem Cisco-Switch. Verhält sich ziemlich genauso. Was schon echt charmant ist. Wenn ich jetzt noch mehr Lust habe, das zueinander zu stöpseln, kann ich natürlich auch so ein VXLAN-Interface in so eine Bridge reinstecken. Und da könnten ja auch noch WLANs drinstecken in diesem VXLAN. Das heißt, ich hätte auf einmal 36 mögliche Bits, um meine Kunden, Mandanten, Netze, sonst was zu trennen. Da geht was. Das habe ich noch nicht live ausprobiert, aber ich sehe keinen Grund, warum das nicht gehen sollte. Wir waren uns gestern Abend tatsächlich auch relativ uneinig, ob das überhaupt funktioniert. Aber eigentlich müsste es. Zwei, genau, eigentlich müsste. Eigentlich müsste. Das war nicht nur ein fieses Wort. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum es nicht geht. Bei Layer 2 jede Menge. Fragen zum Layer 2-Teil. Sind die WLAN-er, ist es an? Sind die WLAN-er Bridges upstream und wenn ja, seit wann? Ja, sie sind. Das ist Standard Linux-Kernel, musst du nichts dran rumpatchen. Seit 4.keks, glaube ich. Ich würde erwarten, so 4.3, 4.4. Das ist schon relativ abgehangen. Also wenn du einen aktuellen 4.9er sonst was nimmst, der in Debian Stable drin ist, hast du das alles. Voll geil. Noch Fragen? Also es gibt auf diesem ganzen Slide-Set nur eine Sache, die noch nicht komplett upstream ist. Der ganze Rest ist vorhanden. Noch eine Frage. Jetzt zu dem Thema irgendwo konsistente Dokumentation? Im Zweifel bei Cumulus. Die haben es ja gebaut. Also mit allem, was hier draufsteht, müsstest du es konfiguriert kriegen, hoffe ich. Das ist nicht das Gleiche, ja. Da müsste es aber einiges an Dokumentation dazu geben. Ich glaube, dazu habe ich noch keinen Link da drin, aber kann ich dann noch mit reinwerfen. Bewirf mich mal mit einem Telegramm, dass ich da dran denke, dann schmeiße ich das dann noch mit rein. Dokumentation
Okay, die Dokumentation ist vorhanden. Sie ist natürlich wie üblich bei Open Source etwas spärlich. Aber sie ist vorhanden und nicht nur in C und Helpfalt. Meinten Sie Headerfalt? Die ist einmal im Kernel. Da findest du vieles von dem, was da gleich auf den Folien noch kommt, auch. Und zwar in der Networking Documentation. Auch unter anderem für die LACs, wie die WLANs und für die Bridges. Da gibt es auch über was über WLAN Aware Bridges und für VXLAN. Und zusätzlich, leider ist ja natürlich IFUPDOWN 2 nicht im Kernel bisher, oder nicht in Debian bis jetzt. Sicher? Ja, aber noch nicht als Standard. Wenn du es installierst, wenn du dein Debian Standard hast, dann ist es nicht standardmäßig installiert, also IFUPDOWN 2. Das ist richtig, aber es ist in Debian drin. Die Cumulus-Leute maintainen es selbst in Debian, also das Paket ist vorhanden. Genau, das Paket ist vorhanden, aber das Standard-IFUPDOWN von Debian kann natürlich leider kein WLAN Aware Bridge sein und man patcht drumherum. Insofern, die Dokumentation ist da und die findest du auch auf der Cumulus-Webseite. Das ist relativ vollständig. Noch zwei Pointer dazu. Genau, es gibt im Kernel-Directory, was man auf gitkernel.org findet, sich dann durchklickt zu linux-kernel-blafase, gibt es ein Verzeichnis Documentation. Da drin gibt es Network, King heißt das, glaube ich, und da drin gibt es Bonding, TXT und sonstige Sachen. Und die Manpage vom Bridge-Utility ist auch relativ helpful. Okay, Arne ist knatschig. Sonst noch Fragen zu Layer 2? Sieht nicht so aus. Dann hopsen wir mal einen Layer weiter hoch und kümmern uns um IP, respektive Routing-Tabellen. Derer hat nämlich jedes Linux, wenn es aus der Tüte fällt, schon mal gleich 3 Stück. Wissen die wenigsten, ist aber so. Die man üblicherweise sieht, ist die Main-Table. Das heißt, da sind die Routen drin für lokal connected Subnets, also Subnetze, wo man eine IP draus hat und üblicherweise eine Default-Route. Auf einem Standardsystem sind das genau 2 Einträge und das reicht auch meistens. Ich weiß, wie ich lokal in mein Netz komme, also über welches Interface, und ich weiß, wo der Postbote ist, der meine Pakete wegnimmt und in die große Welt bringt. Dann gibt's noch die Local Table. Da sind lokal verbundene IPs drin, also die IPs, die ich selber habe, stehen in der Table Local. Und zum Beispiel Broadcast-Adressen aus den Netzen, in denen ich drin bin, stehen da auch drin. Das ist mehr so ein bisschen versteckte Magie, damit man das nicht erschlägt, weil das Ding wird ein bisschen länger. Loopback-Adresse und sowas steht auch drin. Und dann habe ich noch die Table Default. Die ist üblicherweise leer. Wir sind uns beide eher uneinig, wofür man die benutzen will. Wahrscheinlich, also ein Szenario wäre, wenn man sich jetzt die Reihenfolge anguckt, in der die Dinger benutzt werden. Das heißt, Policy-Based Routing kann auch jedes Linux schon seit ein paar Tagen. Und das ist die Standard-Policy, die überall aktiv ist. Das heißt, von oben nach unten betrachtet, Regel Nummer 0, ich gucke in der lokalen Tabelle nach, ist das eine IP, die ich selber habe? Muss ich dafür aufs Netzwerk oder bin ich das selber? Lokal verbunden, Broadcast, Loopback. Wenn ich es nicht selber bin, gucke ich in die normale Main-Table, ist das ein lokal angeschlossenes Netz, brauche ich ein Default-Gateway, wie komme ich da hin? Wenn das auch nicht zutreffen sollte, wird in die Default-Table geguckt. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass man da irgendwie was reinlegt mit, wenn mein System falsch konfiguriert ist, dann geh da lang oder so. Das Policy-Based Routing hat so ein paar Nachteile. Wenn ich das weiter nutze als diese 3 Standardregeln, also was ich damit machen kann, ist die Routing-Entscheidung nicht nur vom Ziel abhängig machen, was ja standardmäßig passiert, sondern ich kann sagen, wenn es über das Interface reinkommt, dann geh mal in Tabelle so und so, nämlich das leg mir noch eine eigene Tabelle an, habe vielleicht eigene Wege zum Ziel. Wenn es aus dem V6-Netz, aus dem V4-Netz kommt, also Ziel, Quell-IP, so rum, dann geh in eine Tabelle, wenn es bestimmtes Mark hat von Netfilter. Jörg hatte ja gestern erklärt, dass man einen Mark setzen kann auf ein Paket, quasi einen Aufkleber draufkleben, nach irgendwelchen Kriterien, die ich mit Netfilter auswählen kann, was ja schon eine ganze Menge ist. Dann kann ich auch sagen, route das mal da lang. Was weiß ich denn, meine Katzenbilder von Facebook, die gehen über den langsamen Link oder den schnellen, je nach Priorität. Damit kann man ziemlich viel Magie bauen, das hat aber einen Nachteil. Das ist schlecht persistierbar, es gibt dafür keinen Config-File. Das heißt, ich muss diese Befehle der Reihe nach irgendwo reindrücken und dafür sorgen, dass sie immer wieder geladen werden, wenn ich irgendwas ändere, was diese Befehle beinhalten können oder berühren könnte. Interfaces hoch und runter etc. Genau, das ist besonders hässlich, wenn man PPP over Ethernet macht, so mit so einem DSL, weil jedes Mal, wenn einem das PPP-OE-Interface runterfällt, fallen die Routen weg, dann muss man die irgendwie wieder aus dem PPP-Daemon in diese Tabelle sortieren. Schön ist anders. Das ist ein bisschen kompliziert. Und
wenn man zum Beispiel im Freifunkumfeld haben wir das lange benutzt, um den ganzen Traffic, der über Freifunk reinkam, von irgendwelchen Access Points, die irgendwo in der Wildnis rumstanden, dass der durch bestimmte Tunnel über das Rheinland-Backbone rausgeht und nicht lokal da, wo die Server stehen, weil das wäre unsere IP. Das heißt, wir kriegen die Haue, wenn irgendjemand schlimme Dinge macht. Das wollen wir nicht. Deswegen brauchten wir da Regeln, die dafür sorgen, dass alles, was auf dem Freifunknetz kommt, durch die Tunnel geht. Das heißt, alles, was über die Interface reinkommt, alles, was aus diesen V4-Bereichen kommt, alles, was aus den V6-Bereichen kommt. Diese drei Regeln will ich dann haben, um sicher zu sein. Verbocke ich da irgendwas, wird da oben, also die Custom-Regeln werden dazwischen einsortiert. Wenn die nicht greifen sollte, die Regel, geht's in die Main-Table. Das heißt, ich nehme meinen lokalen Exit. Das ist eher gar nicht mal so gut. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt das VRF-Konzept mittlerweile. Das haben auch die Cumulus-Leute entwickelt unter Linux. Virtual Routing and Forwarding Instances gibt's in diesen ganzen Blechstücken schon länger. Das ist eigentlich dafür da, so ein bisschen ja, Router-Schizophrenie zu bauen. Das heißt, unabhängige Routing-Tabellen. Ich habe zum Beispiel die Hauptrouting-Tabelle, die das Gerät hat. Klassischerweise kann noch 2, 3, 4 daneben legen für irgendwelche Kundennetze, die erstmal von meinem Netz entkoppelt sind. Das heißt, wenn ich nicht manuell dafür sorge, dass die verbunden werden, sind sie es nicht. Sind wirklich zwei unabhängige Instanzen. So ein bisschen wie WLANs für Layer 3. Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber ja. Also ist eine Layer 3-Separierung. Klassisch ist es eigentlich VRF Lite unter Linux. Normale VRFs kommen üblicherweise in Kombination mit MPLS. Da wird gerade auch dran gearbeitet. Das heißt, unter Linux lege ich mir so ein VRF-Interface an, ein Master-Device, oder ein virtuelles Device, was die VRF darstellt. Das koppelt mir einen Interface-Namen mit einer Routing-Tabellennummer. Das muss ich mir einmal bauen. Und dann kann ich dieses VRF-Device an normale Interfaces drankleben. Das gibt's jetzt auch schon seit 4.3, da wurde das für V4 implementiert, in V4 der erste Schwung IPv6, dann kamen noch so ein paar Versionen, ich würde irgendwie 4.9 nehmen, ab da habe ich da keinerlei Schmerzen mehr mit gehabt. Das Zeug haben wir im Freifunk im Einsatz, das dreht wie Hulle. So sieht's aus, ich kann das zu Fuß machen, ich lege mir so ein VRF-Interface an, das heißt dann zum Beispiel VRF External, ist eine VRF und ist gekoppelt an Tabelle 1023. Nummer habe ich mir ausgesucht, darf keine der Standardnummern sein, ansonsten ist es relativ wurscht. Und dann schiebe ich Interface ETH0 da rein, indem ich das Master-Interface wieder setze auf die VRF. In dem Moment, wo ich das tue, wandern die Routen, die zu ETH0 gehören, lokale IP-Broadcast-Adresse, aus der Local-Table raus. Das macht der Kernel unter der Haube für mich, muss nichts für tun. Schiebt die in meine Routing-Tabelle 1023. Dasselbe tut er für die eventuell vorhandenen Prefixe, die in der Main-Table stehen, also das Lokal-Connect, das Subnetz etc., das wandert auch sofort in Routing-Tabelle 1023. Das ist sehr charmant, weil ich auf einmal eine richtige Trennung habe auf Layer-3-Ebene. Das funktioniert super. Ist mit if-up-down-2 auch schön zu persistieren, dann könnte das ungefähr so aussehen. Und nimmt mir alle meine Probleme weg, die ich mit Policy-Routing für den Anwendungsfall vorher hatte. Wenn ich jetzt zwei VRFs verbinden will, also zum Beispiel meine externe und meine normale interne, möchte ich irgendwie verbinden, um rein und rauszukommen, kann ich ein virtuelles Netzwerkkabel innerhalb des Linux aufspannen. Das wäre so ein VETH0-Pärchen, die kommen immer als Bündel. Das heißt, wenn ich das anlege, habe ich zwei Interfaces. Eins kann ich nach da schieben, eins kann ich nach da schieben, kann ich IPs drauf konfigurieren, wie ich will und kann die damit zum Beispiel verbinden. Also eins in die Haupt-VRF, eins in die externe VRF, kann dazwischen routen, statisch. Bird kann auch mit sich selbst reden. Mit BGP zumindest, mit OSPF klappt das noch nicht. Wie sieht sowas aus? Ich kann mir so einen Link anlegen. Wie soll das eine Ende heißen? VETH0 End 1 ist ein VETH0 Link und das Gegenüber soll so heißen. Mit IfUpDown geht das auch. Dieses VETH0 Peer Name hier, das habe ich da reingehäkelt. Da kloppe ich mich noch mit der Hauptentwicklerin, ob das so eine gute Idee ist, also wie ich es gebaut habe. Ist eigentlich ein böser Hack, aber anders geht's nicht. Damit ich sagen kann, welche von den zwei zusammengehören. Klassisch kann ich das mit if-up-down-2 nicht. Das heißt, ich gebe einen Namen an, den anderen würfelt er. Das ist ein bisschen blöd, weil ich dann nicht weiß, wie es heißt. Kann ich schlecht konfigurieren. Grundsätzlich geht das aber auch. Was kann ich damit anstellen? Ich könnte zum Beispiel mir so eine Frage? Anmerkung. Die
Die Verbindung von den VRFs kann man auch mit einfachen Routen machen, wenn man sagt, Route in das Netz über der anderes VRF. Oh, okay, das wusste ich auch noch nicht. Also klassisches Route Leak. Schick. Aber das kriege ich dann nur mit statischen Routen hin, ne? Das ist ja uncool. Genau, statische Routen haben wir gestern abgeschafft. Aber das wusste ich nicht, danke. Das löst vielleicht noch ein anderes Problem. Also wenn ich so ein VRF-Konzept nutze, kann ich zum Beispiel eine externe VRF nehmen, kann da meine externen Interfaces reinstecken, wo es wirklich ins Internet geht, habe das dann sauber separiert, kann zum Beispiel, das mache ich hier auf der großen Box mit dem Cyberaufkleber, die hat eine externe VRF, da steckt das Kabel zum Hochschulnetz drin, das ihr nie zu Gesicht bekommen habt, wenn ihr hier im WLAN wart. Und da drüber baue ich Gerättunnel. Das heißt, wenn die Pakete Richtung Internet in den Gerättunnel reingesteckt werden, gibt es einen Aufkleber für den Gerättunnel und ab dem Moment wird das in die externe VRF geschubst. Das kann ich bei einem Tunnel angeben, Beispiel kommt gleich noch. Das kann ich mit OpenVPN machen, wenn endlich mal der Patch gemerged würde. Und habe das innere Ende des Tunnels dann in meiner Hauptrouting-Tabelle zum Beispiel. Das heißt, klassisches Routing schickt irgendwas in den Tunnel und dabei wird es gleich durch eine VRF rausgeschickt. Das heißt, egal was ihr hier tut, ihr schafft es nicht, über diese Infrastruktur ins Hochschulnetz zu kommen. Damit habe ich eine saubere Separierung drin, schicke das durch meine VPN-Tunnel raus und ab dann ist es Freifunk und was ihr dann macht, ist mir egal. Dann gibt es noch eine nette Eigenschaft, das geht auch zurück auf die Cumulus-Leutchen. Es gibt eine neue SysCTL, eigentlich sogar zwei. Für IPv4 wird an den Socket, also wenn von außen ein Paket reinkommt, was in einer VRF ankommt, wird an den Socket, der in die Applikation, zum Beispiel SSH, geschubst wird, dran geschrieben, über welche VRF diese Anfrage kam, damit das Antwortpaket über diese VRF wieder rausgeht und nicht die Standard-Routing-Tabelle. Das muss ich aktivieren über für TCP Layer 3 Master Device Accept. Wer sich den Namen ausgedacht hat, weiß ich nicht. Aber das macht das gerade Beschriebene. Das heißt, wenn ich zum Beispiel so ein SSH-Lauschen habe auf allen IPs des Rechners, es ist egal, über welche VRF ich reinkomme, exakt über dieselbe gehe ich dann aber wieder raus. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel so eine Management-VRF bauen. Hab damit eine saubere Trennung zwischen vielleicht Out-of-Band-Management-Netz und klassischem Netz und kann damit relativ viel Blumentöpfe auf einmal gewinnen. Und habe dann nicht das Problem, dass ich mein ganzes Management-Netz plötzlich statisch routen muss oder nur ein großes /16 nehmen kann, weil ich ja das Default-Gateway irgendwo anders hin zeigen lasse. Wie zum Beispiel eine, wie heißen sie? BlueCat Networks das vorsieht. Wenn ich das zum Beispiel mit Gerättunneln mache, lege ich mir meinen Tunnel an. Wie soll er heißen? Wird ein Gerättunnel, gegenüber IP, lokale IP und hier hinten gebe ich ein Physical Device an. Wenn dieses Physical Device, wäre hier in dem Fall glaube ich ETH2, wenn das Teil einer VRF ist, werden die Pakete automatisch in die VRF gestupst. Bei einem SID-Tunnel muss ich da die VRF angeben. Das verhält sich ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht ist es mittlerweile gefixt, aber grundsätzlich ist das ähnlich machbar. Damit habe ich das gerade beschriebene Verhalten gewonnen. Ist also auch relativ leicht aufzusetzen mit sehr großem Blumentopf. Wenn ich das andersrum machen möchte, wenn der Tunnel über meine Hauptrouting-Tabelle rausgehen soll, ich aber das innere Ende in der VRF haben soll, setze ich dem Tunnel einfach die VRF als Master-Device, klebe die da dran, selber Effekt, nur anderes Tunnelende. Bei OpenVPN wäre das auch total cool. Das hat mal wer gebaut. War gar nicht so kompliziert. Das heißt, ich kann jetzt OpenVPN einen Config-Schalter geben, damit er dasselbe tut, die enkapsulierten Pakete über eine VRF rausschicken, damit ich dasselbe Verhalten habe wie hier, nur nicht per Gerättunnel, sondern per OpenVPN. Und wenn der liebe Herr Döring zuhört, könnte er diesen Patch mal bitte mergen. Dann habt ihr da alle was davon und müsst nicht meine gebaute Version nutzen. Wenn mir das nicht ausreicht, nur eine Layer-3-Separierung, dann gibt es noch das nächstgrößeren Hammer in der Trickkiste, das wären Network Namespaces. Das ist eine Separierung auf Layer 1. Das heißt, wenn ich ein Interface aus einem Network Namespace rausreiße, sehe ich das da erstmal nicht mehr und habe das dann irgendwo anders in einem anderen Namensraum hängen. Das nutzt, glaube ich, Docker relativ hart. Und diese ganze Containergeschichte nutzt genau. Das. LXC etc. LXC, Docker, was auch immer. Da kann ich mir, ich glaube, das wäre vergleichbar mit richtigen VRFs auf Hardwareblech.
Da kann ich sowas ja auch bauen. Das geht so weit, dass mein Prozess in diesem Namespace laufen muss. Das heißt, wenn ich ein SSH sonst was habe, muss das dann in diesem Namespace gestartet werden, um die Netzwerkinterfaces nutzen zu können. In diesem Network Namespace gibt es alles, was ich gerade beschrieben habe. Routing-Tabellen, Policy-Routing, VRFs und eigenen Namensraum für IP-Tables-Regeln, für Netfilter-Regeln. Das ist eine richtig harte Separierung. Da kann ich auch viele lustige Dinge mit anstellen. Ich habe es bisher noch nie gebraucht. Für mich war das immer too much. Aber gibt's auch. Gibt auch diverse Namespaces für andere Sachen. Auch das ist schon ein relativ altes Feature. Also das war vor den VRFs da. Das ist von ungefähr 2008, 2009. Frage? Ist übrigens ganz interessant, wenn man vielleicht Anwendungen hat, die zu blöd sind, IPs zu binden. Dafür nutzen wir das zum Beispiel. Und was auch interessant ist, wenn man dann doch mal gucken will, was der Prozess im Container, also Docker oder Kubernetes, egal, was der für Ports bindet oder so, oder was da drin vielleicht schief geht, dann kann man sogar in diese Network Namespaces reingehen und dann Tools wie SS benutzen und sieht dann plötzlich, welche Ports offen sind. Das ist ganz cool. Genau. Oder ich kann T-Shark auf das VETH machen und alles mitschneiden, was aus diesem Container kommt. Genau, Network Namespaces kann ich auch mit so einem VETH0-Pärchen verheiraten. Ein Ende schicke ich dann in den Namespace, eins habe ich da, wo ich es brauche. Damit kann ich da auch Route-Leaking zwischenbauen. Oder ich kann mit IP, weißt du es aus dem Stand, IP-Exec, glaube ich, IP-Net-NS-Exec irgendwas in einem Network Namespace eine Shell starten, irgendwas anderes starten und dann das, was du gerade beschrieben hast, durchdebuggen. Und üblicherweise hängt das eine Ende von diesen VETH-Pärchen im Namespace, das andere Ende hängt irgendwo in dieser Docker-Null-Bridge und ab dann ist YOLO und wird entweder genattet, geroutet, geirgendwas. Ja, das ist hinreichend ekelhaft. In der Tat. Man kann dafür auch, wenn man das nicht so machen will mit einer Bridge, kann man dafür, glaube ich, auch Mac-WLAN-Interfaces nutzen. Dafür braucht man keine Bridge mehr, die kann man direkt auf das Interface binden. Oder entweder Mac-WLAN oder IP-WLAN, eins von beiden, ich weiß es gar nicht sicher. Hat aber den Nachteil, dass ich den eigentlichen Host damit nicht mehr erreiche. Das heißt, wenn ich mit dem Host selber reden will, dann muss ich eine Bridge haben. Da gab es mal auch irgendwo, ich weiß gerade nicht wo, das war einen Vortrag, der all diese Optionen mal auseinandergenommen hat mit Vor- und Nachteilen. Wenn ich ihn finde, packe ich ihn noch unter Links mit drunter. Gutes Stichwort, danke. Ja, was wollen wir, was ihr mitnehmt? Der Linux Network Stack hat sich richtig weiterentwickelt in den letzten Jahren. Da ist richtig viel passiert, auch unter anderem durch diese ganze Open Networking Geschichte. Cumulus ist einer der größten Pusher dieser ganzen Sachen. Die haben VRFs gebaut, die haben IFAPDown 2 gebaut. Das gehört zwar jetzt nicht zum Network Stack, aber es ist fürs Management dazu. Was haben sie noch gebaut? Ich glaube, an dem VXLAN-Zeug hatten sie auch ihre Finger mit drin. Sie haben EVPN in Free-Range-Routing eingebaut und. Ja, also da passiert gerade jede Menge und ich habe mit so einem Linux eigentlich so ein Schweizer Taschenmesser, was Netzwerke angeht. Ich kann mit dem Ding eigentlich fast alles machen. Ja, MPLS ist jetzt auch seit einem Jahr ungefähr drin. Das heißt, ich habe einen Forwarding-Plane in dem Linux, kann Pakete einpacken, Labels swappen, Labels abziehen. Gibt's der übernächste Vortrag zu Segment Routing zeigt das nochmal, wahrscheinlich dann auch live an der Infrastruktur. Also ist heute schon ein, wie man sagen würde, ein First-Class-Citizen. Da geht echt viel. WLAN-Aware-Bridges helfen einem, wenn man virtualisieren möchte und ein Layer-2-Netz hat. Das ist relativ charmant. Jeder, der das Problem hat, dem kann ich nur empfehlen, sich damit mal zu beschäftigen. Die Lernkurve finde ich relativ flach. Das hat man sehr schnell am Fliegen. VRFs helfen, wenn man Layer-3-Domains auseinanderziehen möchte. Das ist auch nicht so kompliziert, finde ich. Also das hatte ich auch sehr schnell im Griff. Und alles Mögliche an Tunneltechnologien, die wir gestern vorgestellt haben, passen sich in diese ganze Welt wunderbar ein. Das heißt, das spielt alles sehr schön miteinander zusammen. Damit kann man richtig viel zaubern und hinreichend komplizierte Infrastrukturen sehr leicht abbilden. Das macht schon Spaß. Ja, man sollte es allerdings auch verstanden haben, weil wenn man sich sowas baut, landet man ganz schnell in irgendwelchen Löchern, aus denen man so schnell nicht wieder rauskommt. Das war dann die Sache mit dem eigenen Schopf und wieder rausziehen. Genau. Was haben wir noch zum Lesen? Auf dem letzten DNOC habe ich mal einen Vortrag gehalten, wo ich diese ganzen Network-Features vorgestellt habe. Da ist zum Beispiel MPLS mit drin und noch so ein bisschen SDN-Ausblick. Gerade zu VRFs gibt es Doku. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel für eine Kernel-Doku. In demselben Verzeichnis liegt dann auch Bonding etc. pp. Mit drin.
Von Cumulus gibt es schöne Blog-Einträge, die das ganze VRF-Konzept noch einmal länglich ausbreiten. Die finde ich auch nicht schlecht. Nochmal zum Nachlesen. Und noch so ein paar andere Sachen schmeißen wir da noch mit rein. Habt ihr da noch Fragen zu dem ganzen Layer-3-Kram, zu dem Layer-2-Kram, anderen schlimmen Dingen? Noch eine weitere Anmerkung zu dem VRF. Du hattest ja für OpenVPN einen Patch gemacht, damit er seine Pakete in das VRF einpackt. Das geht mit neueren IP-Route und Kernels auch mit IPVRF-Exec. Dann macht er über Control Group Magie die Sockets in einem bestimmten VRF. Dann braucht man nicht mehr binden. Okay, das gab es damals noch nicht. Wir haben da jetzt eine ganze Menge Steroide auf das ganze Zeug geschmissen und können perverse Dinge zusammenkleben. Das ist haben die wir Wahrheit. Jetzt operativ irgendeine Möglichkeit? Gibt es irgendwelche netten Tools, wo ich so einen Paketfluss dann mal simulieren oder nachbauen kann oder visualisieren, rausfinden kann, was ist jetzt mit meinem Paket, wenn es da irgendwo reinkommt, dann durch einen Netfilter durchgeht, dann durch irgendwelche VRFs geschoben wird, dass ich weiß, was da gerade passiert ist und warum diese eine Verbindung von dem einen Kunden zu dem einen Webserver da gerade nicht geht. Das gibt's in der Tat. Mit dem Entwickler der VRFs habe ich mal einen länglichen Slack-Chat gehabt, weil das alles nicht so drehte, wie es sollte. Der hat mir Perf an die Hand gelegt. Damit kann man so ein bisschen Linux-Kernel mittracen. Da muss man die passende Version für den aktuell laufenden Kernel haben. Dann wird man erschlagen mit Output und optimalerweise versteht man so ein bisschen, was da passiert. Also das ist schon die richtig große Brechstange an der Stelle. Hätte ich ihn nicht gehabt, hätte ich es auch nicht verstanden. Du kannst auch mit Netfilter eine Trace-Option aufs Paket kleben und entsprechende Flows matchen und dann spuckt er dir in den Kernel-Messages aus, durch welche Tabelle dein Paket jetzt gegangen ist. Nicht ganz sicher, ob das all deine Bedürfnisse abdeckt, aber du kannst doch einen Blick auf Mininet werfen. Damit hast du ein System, mit dem du dir ganz hübsch über die Netzwerke in irgendwie im User Space klicken und durchtesten kannst. Das ist relativ schwer, aber auf mininet.org, da wirst du vielleicht mehr finden und nettes Tooling haben, um genau solche Netzwerke einfach mal durchzusimulieren und zu testen und zu visualisieren. Ist jetzt hier mit Sicherheit ein bisschen falsch die Frage, aber weiß irgendjemand, ob es sowas wie NetNS auch für Windows gibt? Die Sache ist, die mit Docker müssen sie ja eigentlich sowas einbauen, nur habe ich sowas noch nie gefunden. Was Docker auf Windows tut, ist per Hyper-V eine virtuelle Maschine starten. Schön. Bin ein bisschen erschüttert, dass du das weißt. Frag nicht. Woher weißt du das? Frag nicht. Ist dir das nicht peinlich? Wir können nachher noch mal reden. Das wäre mir mein Whisky sogar wert. Jo, noch sonst irgendwelche Fragen? War da was? Nö. Dann, ja, vielen Dank euch beiden. Gerne. Beim